Hören Sie, Mann, ich sehe jede Menge Zellaktivität auf den Straßen beim Gefechtsstand. Die haben wohl Schiss vor den Zeff. Gehen Sie weiter Richtung Kirche. Ich helfe Ihnen, die Sicherheitssysteme auszutricksen. Irgendwas ist hier unten an dieser Erde. Aber was? Jetzt hier die Frage. Tarnfeld aktiviert. Der ist ziemlich komisch. Ich hab falsch gemacht. Gut, hier geht's weiter. Thank you.
Anders. Überall Cell-Uniformen. Da ist so eine Art Generalabriegelung im Gang. Ich werde etwas Hilfe brauchen, um an den Sicherheitskräften vorbeizukommen. Sie müssen bei der Kirche für Ablenkung sorgen und die Soldaten von der Wall Street weglocken. Und dann, nehmen Sie den Zugangstunnel für Notfälle und wir treffen uns auf der anderen Seite. Ja.
Na gut. Thank you.
mein Gott, die wieder. Nano-Suit 2 verfügte über mehrere sich entwickelnde Biofeedback-Funktionen. Er ist die fortschrittlichste Kampfhardware, die es gibt. Wer damit in die Schlacht zieht, braucht logistische Unterstützung in Realzeit. Und das war mein Job. In der Position bin ich Prophet ziemlich nahe gekommen. Deshalb weiß ich, dass er ein Ziel hatte, als er sie in den Anzug gesteckt hat. Wir müssen sie in die Mulde legen und die tieferen Schichten des Anzugs scannen, um herauszufinden, was dieses Ziel war. Der Kampf geht weiter. Okay, Ihre Ablenkung hat funktioniert. Sie ziehen Truppen von der Wall Street ab. Das ist unsere Chance. Hören Sie, ich werde über die unteren Ebenen einen Weg hineinfinden. Sie verschaffen sich am besten über das Dach Zugang. Aber beeilen Sie sich. Finde den Nanus und tiefen Sie den Mulde. Finde Maximas Herzanlage. Weil die Knochen knacken kann man hier oben mit Zettel umgehen. Thank you.
denn gerade hier? Unglaublich. Heftig. Sie sollten schnell runterkommen. Sie schicken Verstärkung vom Prism. Wir haben nicht viel Zeit. Alcatraz, sieht aus, als wäre der Laden abgeriegelt. Wir werden Sprengladungen brauchen, um reinzukommen. Suchen Sie ein Waffenlager. Ops. Was zum Teufel war das? Er hat echt eine heftige Panzerung. Aber heftig, diese Aliens da. Wie die Krawatte gebreitet haben.
Das ist es. Erschießen Sie da drin niemanden, okay? Ich brauche auf jeden Fall technische Hilfe bei der neuen Software für die Mulde. Okay. Alles klar? Ja. Tun wir es. Los! Erschießen Sie mich nicht. Ich bin niemand. Fahren Sie erst das System hoch. Ich will einen Anzugscan machen. Sicher. Sofort, Mann. Bin schon dabei. Aber bitte nicht. Schau mir Böses. Nano-Protokolle aktiviert. Scanne Primärsystem. Oh, unglaublich, Mann. Ballistisches Trauma in Herz und beiden Lungen. Die rechte Herzkammer hat den meisten Schaden abgekriegt. Lungenriss an mehreren Stellen, gebrochene Rippen überall. Die können sich's aussuchen. Schmettertes Brustbein, Lungenquetschungen. Oh. Weitere ballistische Traumata in Sternum, Brust und Lendenwirbeln. Er ist ein wandelnder Leichnam. Ohne den Anzug, sehen Sie ihn. Er scheint in die Wunden hineinzuwachsen. Also gut. Er verschmilzt mit dem Gewebe. Konzentrieren Sie sich auf die tiefen Schichten des Anzugs. Bis rein ins Substrat. Irgendwas geht da drinnen vor. Eine Art additive Datensammlung. Ja. Öffne Dämpfungsraum. Bereite tiefen Skin. Alcatraz? Heißen Sie so? Alcatraz. Skill. Das Schicksal ist ein falscher. Das ist eine Übertragung, Mann. Er sendet irgendwelche Signale. Oh, Scheiße! Böses. Hübsch. Da suchen meine Männer die ganze Downtown-Marine nach Blechdose. Und sie liegen schon gefesselt hier. Ja, so gründlich gefesselt, da muss er nicht mal mehr tot sein. Stimmt? Ja, klar. Commander Lockhart, Sie können wegtreten. Mach doch, so und so. Hoch mit ihm! Terra Breaker! Nathan Gould, immer ein Vergnügen. Behalten Sie ihn im Auge, wenn er Ärger macht, nicht zu sehr verletzen. Wir müssen ihn noch verhören. Sie schalten ihn besser ab, bevor Sie ihn aus dem Ding rauslassen. Oh je, das ist unangenehm. Aber gerne. Nur damit Sie es wissen, Prophet. Sie gehen langsam und sind brav. Ich halte Ihnen das den ganzen Weg nach draußen ans Ohr. Wenn Sie Ärger machen, blase ich Ihnen den Schädel weg. Aufstehen. Keine Spielchen, Prophet. Aufstehen und los. Was ist denn gut? Ich dachte, es würde Sie freuen, dass die große, böse Weltverschwörung Sie endlich in den Spielchen. Arsch ballt. Los, Mann! Oh Gott, Herr. Wenn Ihr Vater Sie jetzt sehen würde, im Dienste dieser Arschlöcher. Nun, ja, mein Vater ist tot. Und jetzt halten Sie Ihr Maul! Halten Sie sich für so schlau, Terra? Sie wissen, dass das nicht Prophet ist, stimmt's? Er ist nur ein... Was ist das? Alle Sturm!
Schaffen Sie ihn rüber zum Prism. Bringen Sie ihn rein. Er ist jetzt Hargreaves Problem. Sache ist, dass diese Zelle, was auch immer diese Scheißorganisation ist, die bringen sich gegenseitig um. Also die campen ihren Menschen. What the fuck? Seit wann campen Menschen gegen mit einem Alien-Mation? Das werde ich nie verstehen. Ja? Zum Glück ist das ein Spiel. Ich wäre echt bescheuert. Fluchtweg wird berechnet. Wegpunkt aktualisiert. Deutschland.
zweite ist nicht. Kann gut möglich sein. Ich unterstütze sie sogar. Aber ihre Hauptaufgabe besteht darin, mir Bericht zu erstatten. Falls möglich, bringen sie Proben. Falls nicht, kommen sie einfach lebend zurück und erzählen sie mir, was sie gesehen haben. Die Daten sind jetzt das Entscheidende, die Nanosysteme. Aber wir alle leben nur mit gebrochener Zeit. Es ist Zeit, dass die gesamte Menschheit endlich unsere Haut macht. Ich bin mal gespannt. Das System Wiederherstellung. Endstoffe isoliert. Basisfunktionen gestört. Leite primäre Energiesysteme um. Bitte warten. Also, ich kriege nur einen schwachen Feed von Ihrem Anzug. Aber im Moment muss das reichen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Jack Hargreave. Zu Ihren Diensten. Nathan Gould hat meinen Namen mit Sicherheit erwähnt. Aber vermutlich hat er nichts Gutes über mich zu sagen gehabt. Aber jetzt haben wir Dringlicheres zu tun. Wir müssen sie bewaffnen und auf den neuesten Stand bringen. So. Sie stehen jetzt ganz in der Nähe des kranken, bürokratischen Herzens dieser Stadt. Aber dass alle Politiker ausgeflogen wurden, hat es nicht besser gemacht. Denn was sie ersetzt hat, ist leider genauso schlimm. Aber sie müssen mir nicht glauben. Warum sollten sie auch? Vertrauen muss man sich verdienen. Sehen sie sich selbst an. Ich nutze sie so gut ich kann. Aber in dieses dreckige, kranke Herz müssen sie selber runtersteigen. Es gibt da drin etwas, das sie brauchen werden. Primärsysteme umgeleitet. Bitte passieren. Ich bin gespannt. Spielt der Schrecklich. Tarnfeld aktiviert. Mir geht's gut. Mit mir ist alles in Ordnung. Ich werde wieder gesund. Jetzt sagen die Ärzte. Aber er hat sie mitgenommen. Das ist so krank. Das Paket, wenn ihr geimpft werdet. Boah, oh, Alter. Good time.
Wurden die VIPs anscheinend verarbeitet, wie es ihrem Status geziemt. Vega. Das heißt, was auch immer ich nachfolge, ich gehe jetzt krank. Und der Vorteil, dass er nicht infiziert ist. Aufräumen. Das erfordert Idealität. Denken Sie an die Wirtschaftskrise in Argentinien vor 2 Jahren oder an den britischen BSE-Ausbruch im letzten Jahrhundert. Die Tiere zu schlachten war nicht das Problem. Das ging ganz einfach. Aber wie sollte man sie entsorgen? Was macht man mit Millionen von verrottenden Leichen? Nun, die Seth haben dafür eine ganz eigene Lösung entwickelt. Sie löschen uns aus. Sie lösen uns auf. Und dabei reduzieren sie die Umweltbelastung praktisch auf null. Vorbildlich. Das ist genau das, was ich meine, mit dieser Impfstoffe. Das ist genau das, was der Plan hat sich gerade aufgenommen. Mit der ganzen Welt. Faszinierend.
glaube, das irgendwo besteht, aber es sieht ganz komisch aus. Schade, dass ihr kein Alien mehr bespielen könnt. Okay, weiter.
haben wir auch noch hypermoderne Kriegsmaschinen auf den Straßen, die langsam, aber sicher außer Kontrolle geraten. Augenzeugen konnten in Midtown die Mediensperre überwinden und haben uns über Handy folgende schreckliche Warnungen zukommen lassen. Es war eine gehende Maschine, Mann, wie früher bei Krieg der Sterne oder Krieg der Welt. Oder was weiß ich. Drei Beine und dazu dieses Geräusch wie ein Schrei. Ich bin nur noch gerannt. Einfach alles töten! Die Menschen einfach wegblasen! Ich hab mich versteckt und Jesus um Rettung angefleht. Und Halleluja! So kam's dann auch. All die armen Menschen. Ja, irgendwie haben wir den besten Krieg, was es gibt. Wetterheizen gegen Menschen umzubringen. Ist halt so. Aber ich gegen Eli tun. Sie sollten von ihrer jetzigen Position aus einige freie Elemente der Alien-Struktur ausmachen können. Das Schiff, das Loch als Pilotenbeute abgeschossen haben, muss irgendwo über dem Boden angelockt haben. Suchen Sie nach einem Turm oder einem Silo. So Leute, ich bedanke für das Zuschauen, beginnt gleich, habt einen Link zu teilen, zu kommentieren, habt ihr den Sperrpatscher, Glocke zu aktivieren, nicht vergessen, ja, das ist das Wichtigste, liken, teilen und so weiter, auch nicht vergessen. Ja, wie gesagt, Leute, ich bedanke für das Zuschauen, wieder bis zum nächsten Mal.